Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute Bleib nahe kochen, einen wunderschönen Kochabend verleben mit Eva Eppert, die uns zeigen wird, wie das so alles geht. Das ist eine Aktion von der Sparkasse Rhein-Nahe, die Gastronomen, Winzern und Einzelhändlern aus der Region ein bisschen unter die Arme greifen möchte, in dieser Zeit ein bisschen helfen möchte. Und wir sind deswegen gerne zu Eva Eppert gekommen, die uns eingeladen hat zu einem leckeren Menü. Weitere Informationen gibt uns Eva Eppert nur selber. Was kochen wir denn heute? Eigentlich nichts, ist ja schon alles fertig. Also, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich dank Ihnen und der Sparkasse Rhein-Nahe das hier mit Ihnen machen darf. Wir haben Ihnen ja gestern eine Box zukommen lassen, in der teilweise schon alles vorgefertigt ist. Das liegt tatsächlich daran, dass 2 Stunden Zeit von 18 bis 20 Uhr mit vielen Erklärungen und hoffentlich auch vielen Fragen von Ihnen nicht anders zu machen war. Wenn wir jetzt Kartoffelklöße hätten machen wollen, so richtig, dann hätten wir gestern schon anfangen müssen, haben wir auch, weil die Kartoffeln werden tatsächlich über Nacht in Salz gegart und dürfen dann ausdampfen und dann gibt es tolle Kartoffelknödel. Sie haben aber ja schon die Masse, wir auch, weil wir haben die Box genauso wie Sie auch und wir starten. Also in der Vorspeise gibt es einen Feldsalat, den Sie hoffentlich ordentlich geputzt haben und er nicht seinen Namen alle Ehre machen wird. Dazu gibt es eine tolle Balsamico-Vinaigrette und dann eben Toppings ganz nach Ihrer Wahl. Entweder mit Nüsschen, Cranberries oder Granatapfelkernen oder. Dann haben wir die Maronensuppe mit Kirschwasser. Das Kirschwasser gehört in die Suppe und nicht zum Trinken, gell? Und im Hauptgang gibt es eine zarte Gänsekeule mit Kartoffelknödeln, Rotkohl und Quittenjus. Zum Dessert machen wir dann ein Apfelklafouti. Das ist ein ganz zartes Apfelküchlein. Und dann ein Eis Ihrer Wahl. Meine Entscheidung wäre ein Walnuss-Krokant-Eis, wenn Sie mögen. Und dann ein kleines bisschen noch zur Erklärung. Wir sind hier in der 100-Gulden-Mühle in unserer professionellen Küche. Und neben mir am Herd steht Marie Spötter, das ist unsere Küchenchefin, und wird mit Ihnen den Abend gestalten, gell? Einen wunderschönen Abend verleben, genau. Ja. Und wie es sich an der Nahe gehört, ja, nicht nur an der Nahe. An der Nahe, in Rheinhessen, überall. Einen wunderschönen Abend Prost. Uns allen, das gehört zum Prost. Kochen ja dazu. Prost. Sehr zum Wohl. Prost. 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 So, wir sind ja dabei, hier auch den Sicherheitsabstand zu wahren. Deswegen, ich hätte natürlich sehr gerne alles selber gemacht, aber ich muss hier an der Seite stehen und zugucken. Für diejenigen, die kein Paket haben, die jetzt uns zuschauen und sagen, wieso, ich habe doch gar nicht so ein Paket. Das Ganze kann man auch natürlich kochen, wenn man sich die Zutaten selber kauft, ganz normal im Fachgeschäft, sich die Gänsekeulen holt und den schönen Rotkohl, den dann schön schneidet. Das sind natürlich alles Dinge, die man alles selber machen kann. Einfacher geht es jetzt so, weil wir wollten ja jetzt hier nicht Stunden zubringen. Und dann legen wir mal los. Mit was fangen wir an? Also wir setzen als allererstes das marinierte Rotkohl an. Dafür können Sie schon mal eine von Ihren geschälten Zwiebelchen in kleine Würfel schneiden. Vielleicht haben Sie es auch schon gemacht. Jetzt kommt Hektik auf. Ja, nicht nur trinke. Ja. Oh, komm hier. Und es ist tatsächlich so, wir haben vieles schon einfach vorbereitet, weil sonst würden wir das in 2 Stunden gar nicht schaffen. Und ja, eine Gänsekeule über 3 Stunden, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Das wollen wir ja natürlich nicht. Ist es egal, ob ich da Zwiebel oder Schalotten nehme? Wir nehmen gerne Schalotten, aber es gibt natürlich auch die kleine Gemüsezwiebel. Die Schalotten haben einfach ein schöneres Aroma. Ja, und dann haben Sie vor sich diese wunderschöne Tüte mit Rotkohl geschnitten und der ist mariniert. Und den haben wir mariniert mit Himbeeressig, Rotwein, das Ganze aufgekocht und dann winterliche Gewürze mit hinein. Wir haben schwarzen Pfeffer, wir haben Kubebenpfeffer, wir haben Zimtblüte drin, wir haben Nelke drin. Wir haben ein bisschen Salz in die Marinade reingemacht, aber eben nicht genug. Sie müssen dann schon noch ein bisschen würzen. Und wenn es jetzt gleich an Flüssigkeit mangelt, füllen wir einfach entweder ein bisschen Rotwein auf, was Sie
vielleicht zu Hause haben. Ansonsten tut es auch ein bisschen Wasser. Dann kann das vor sich hin schmurgeln und später kann man noch einen Apfel reinraspeln. Das überlasse ich ganz Ihrem persönlichen Gusto, weil vorproduziert bedeutet ja nicht, dass man es zu 100% so machen muss. Man kann auch kreativ werden und sagen, okay, ich mache jetzt noch, habe noch Apfelsaft, mache mal Apfelsaft hinein. Ich will aber Orangenaroma reinhaben, dann können Sie natürlich auch Aroma von der Orange reingeben, also sprich Orangensaft. Das ist jetzt schon angegart? Nein, das ist komplett roh, das haben wir schön mit der Hand geschnitten, dann geknetet und dann eben einfach die Gewürze dazu und mariniert. Und okay, wenn man hier so reinriecht, ja, schon sehr cool. Dann ist das schon sehr, willst du mal riechen? Ich riech mal. Oh, sehr lecker. Ja, so. So, dann geht das jetzt Schack. Ab in den Topf. Zwiebeln sind gleich angeschwitzt. Und dann ab in den Topf. Und falls Sie sich jetzt fragen, hä, wieso machen wir jetzt das Rotkohl? Ja, wir machen das Rotkohl, weil das Rotkohl jetzt einfach mal anderthalb Stunden vor sich hin gären darf und vor sich hin schmurgeln darf, bis die Zellstrukturen vom Rotkohl komplett aufgeweicht sind. Dann braucht es eben einfach lange, lange Zeit und später geben wir auch noch ein bisschen Butter dazu. Auch das steht nicht so in der Rezeptur. Ich koche hier so, wie es bei uns in der 100-Gulden-Mühle schmeckt und wenn es einer ein bisschen leichter mögen möchte, lässt er die Butter einfach weg. Aber sie gehört hinein. Manch einer macht Gänseschmalz hinein. Ich nehme Butter. Wenn jetzt noch einer sagt, Eva, das gefällt mir gut mit diesem ganzen, mit dieser Box, mit dieser Vorbereitung, man kann es auch bei euch bestellen. Genau. Bis wann kann ich das bestellen? Also bis zum 20. Dezember ist unsere Weihnachtsmenü-to-go-Box bestellbar. Wir haben auch unseren Bringelingeling-Service, sprich wir liefern im Umkreis von 30 Kilometern. Wir haben 3 Menüs bzw. 4 Menüs mit dem vegetarischen Menü zur Auswahl. Gar kein Problem. Ratzfatz fertig, kein Stress. Man muss nicht im Discounter stehen. In Horden von Menschen ist in diesen Zeiten ja sowieso nicht so angebracht. Ja. Ich kann quasi Weihnachten feiern, nebenbei entspannt. Einfach schönes Menü und ich habe genau. Richtig genau. Ganz tolle Produkte. Genau, frisch. Vom Profi zubereitet. Sehr gut. Und man kann sich einfach entspannt der Tischdekoration widmen oder der Weinauswahl oder was auch immer, dem Geschenke einpacken oder. Oder auspacken. Oder einfach auch ausschlafen. Ja. Einfach mal ausschlafen. Wird völlig überbewertet. Nee, finde ich nicht. Ja. So, ich sehe, es wird fleißig auch hier bei unseren Mitkochern. Ich schlubber mal mit. Hier Äpfel werden da wunderbar zubereitet. Der Apfelrotkohl bei der Familie Hessler. Super. Die Familie Kessler ist da an Apfel dran. Das machen wir hier auch. Ja, hier wird auch fleißig geschnippelt. Sieht sehr geschäftig aus. Das machen sie ganz fleißig. Hier schauen wir, wie der Profi den Apfel schält. Guck mal, in einem Stück haben wir früher mal gesagt, muss das sein. Am Ende. Genau. Guck mal. Da ist egal, welche Äpfel. Ja, einen schönen Mürbeapfel. Ich würde immer einen Boskop empfehlen, weil der schön Säure hat und schön mürb ist. Bitte schön. Wenn man jetzt sagt, das mit dem Rotkohl ist mir jetzt doch ein bisschen viel aus dem Glas oder sowas, kann man das auch machen? Oder ist es nicht so lecker? Also das kann man natürlich genauso verfeinern, aber es ist natürlich einfach nicht ganz so lecker. Gibt es ja auch Tiefkühl, gibt es auch? Ja, gibt es auch. Dann würde ich lieber Tiefkühl empfehlen. Ja. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch die Variante, man kauft einen Kopf Rotkohl, macht sich einmal einen halben Vormittag die Arbeit, dann macht man es entweder in Weggläser ein oder man friert es ein und hat immer sein eigenes Rotkohl zu Hause. Ja. Also einmal die Arbeit machen, das ist wie mit einer Soße ansetzen, einmal machen und dann ist es gut. Ja, lohnt sich. Ja, immer. Gib mal ein bisschen Wein zu. Ja, das war wegen der Flüssigkeit. Check. Reiben. Der Apfel wird reingerieben und dann. Ich mache da immer so. Kann man auch die Stücke ab. Stückchen. Man kann natürlich Apfelstückchen reingeben. Man kann ihn reiben, so wie wir es machen. Beim Reiben entfaltet sich das Pektin vom Apfel ein bisschen besser und dann haben wir ein bisschen mehr Bindung. Bindung, ne? Ja. Komm, sag mal was.
Man könnte theoretisch auch würfeln, ne? Ja, kleine Würfelchen. Kann man da auch Birne oder sowas nehmen? Könnte man. Oder Orangen, einfach Orange, aber der Apfel ist tatsächlich der Klassiker. Ja. So, ich gucke nochmal, wie da fleißig gekocht wird. Da stehen sehr viele Leute rum und einer kocht. Guck mal, das ist auch wunderbar. Eine Frage? Ja, sehr gerne. Und zwar, muss Rotwein oder Weißwein sein? Man kann auch, wenn man Weißwein hat, Weißwein nehmen, ist gar kein Problem. Aber gedacht war Rotwein ja. Eigentlich. Er hat, glaube ich, zwei Flaschen da stehen. Siehst du das? Super, ja. Perfekt vorbereitet. Oh, jetzt rieche ich aber auch den Wein hier schon. Oh, ein tolles Aroma. Haben Sie auch schon Aroma bei sich in der Küche? Jawohl, sehr gut. Also was ich ja jetzt ein bisschen schwierig finde, ich muss ja schon sagen, es ist mein erster Kochkurs dieser Art. Ich könnte jetzt leider nicht mehr irgendwo einschreiten. Ja. Wie geht's denn Ihnen so zu Hause? Aber ein bisschen Feedback. Aber ich gehe davon aus, Sie sind alle Profis in der Küche oder halbe Profis und kriegen das locker hin, oder? Wie sieht's aus? Wer traut sich, was zu sagen? Da muss man nur das Mikro anmachen, dann hören wir das. Läuft rückwärts, aber läuft. Alles gut, ich bin auch schon lecker. Super. Sehr gut. Super. Die wichtigste Handbewegung. Jetzt sieht's noch gut aus. Wer weiß, was am Schluss rauskommt. Geil. Die wichtigste Handbewegung am Anfang ist immer die. Dann will ich mal ein bisschen, also haben Sie gerade Zeit, so ein bisschen auch zuzuhören? Also ohne, dass Rotkohl anbrennt? Stellen Sie einen Rührer an den Rotkohl und der Rest kommt und guckt mal. Ich will ein bisschen was zu meiner Gänsekeule erklären oder zu unserer. Das ist spannend. Oh, das ist spannend. Eigentlich müsste sie Marie erklären, weil es ist ja auch so ein bisschen ihr Ding. Gibt es ein paar Antworten? Ja, gucken. Alle einige, gucken. Ja. Also, im Rezept steht ja, dass die Gänsekeule 3 Stunden braucht. Ja, das ist das klassische Rezept. Gänsekeule kaufen, würzen, anbraten, ab in den Ofen. 3 Stunden, 150 bis 160 Grad und dann zum Schluss nochmal hochdrehen. Ihre Gänsekeule, die Sie hoffentlich in der Kiste gefunden haben, hätten wir vielleicht auch noch vorher machen müssen, mal so die Box durchgehen, dass alles drin war. Das Kirschwasser ist schon weg, das war bei mir nicht dabei. Also, unsere Gänsekeule ist eingepackt, die wurde angebraten. Wir haben einen Geflügelfond gekocht, dann die Gänsekeule mit dem Geflügelfond bei niedriger Temperatur, sprich 100 Grad, 12 Stunden gegart. Danach kommt die in diesen Vakuumbeutel, also kam die Gänsekeule in den Vakuumbeutel. In diesem Fond ist Beifuß drin, da ist Lorbeer drin, da sind Pfefferkörner drin, ein bisschen Knoblauch, aber nur die Knolle, die haben wir dann rausgefuschelt. Man kann hier auch noch ein bisschen Beifuß erkennen, zumindest in unserer Keule. Und dann hängen wir die später in einen Topf mit Wasser, den haben wir hier schon vorbereitet. Es wäre schön, wenn Sie auch einen großen Topf oder einen für den Beutel oder für die 4 Gänsekeulen großen Topf mit Wasser auf den Herd stellen. Und da hängen wir, kurz bevor wir fertig sind mit allem Geraffel hier, die Gänsekeule hinein, 15 Minuten und lassen die bei ganz kleiner Temperatur vor sich hin simmern. Danach kommt das Gänschen auf ein Backblech und in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad nochmal 10 bis 12 Minuten, damit sie knusprig wird. Und dann ist diese Gänsekeule sowas von zart, das wird man nicht erreichen, wenn man es einfach klassisch nur in 3 Stunden macht. Uns hat so ein bisschen ja auch die Zeit gefehlt und dann haben wir uns überlegt, ja gut, wie machen wir es denn? Ich habe mich für das klassische Rezept entschieden für die Menschen zu Hause, weil wer will sich denn schon 12 Stunden mit einer Gänsekeule beschäftigen? Aber für den Kochkurs und für den Essgenuss heute Abend bei Ihnen zu Hause haben wir beide gesagt, wir machen das Gänschen Niedrigtemperatur gegart und dann können Sie später selber entscheiden, wie in Zukunft Ihre Gans zu Hause aussehen wird, also die Gänsekeule. Ich bin ein großer Fan von Gänsekeule, Gänsebrust brauche ich nicht so wirklich. Die wird meistens trocken. Deshalb lohnt sich. Sie werden es schmecken, hoffe ich nachher. Und wenn die mal so eingepackt ist, brauchen wir quasi eine halbe Stunde. Eine Viertelstunde im Wasser und dann nochmal eine Viertelstunde genau, backen. Genau.
Und in dieser Zeit, deshalb brauchen Sie 2 Töpfchen mit Wasser, einen größeren für die Gänsekeulen und einen kleineren mit Wasser für die Kartoffelknödel, weil Ihre Kloßmasse ist ja schon gestern von uns vorbereitet worden. Weil auch da gilt, man braucht mehlige Kartoffeln, die packt man in eine Salzkruste, also auf ein Backblech, Salz obendrauf und dann in den Backofen bei 160 Grad. Sind die Kartoffeln ungefähr eine Stunde drin und das Salz sorgt dafür, dass das Wasser in der Kartoffel verschwindet. Und dann werden die Kartoffeln kalt werden gelassen und dann geschält, Salz abgeperlt, Schale weg und dann eben durch eine klassische Kartoffelpresse. Und dann werden sie ein ganz, ganz trockenes Kartoffelbreiartiges Kartoffel haben, eine Masse und dann kommen eben die restlichen Zutaten, Ei, Salz, Muskat und so weiter dran und dann haben Sie eben das Endergebnis Ihrer schon vorbereiteten Kartoffelkloßmasse. Und aus dieser Masse formen wir, wenn wir die Suppe gleich angesetzt haben, dann eben 8 gleichmäßig 50 Gramm schwere Knödel. So, wenn Sie nur 4 Knödel wollen, dann eben 4 mal 100 Gramm. So ist jetzt mal so das Prozedere für heute. Größerer Knödel dauert dann noch länger. Der braucht eben dann einfach 15 Minuten im Wasser und der kleine, 5 Minuten, 10 Minuten ist er oben. Okay. So, wenn noch Fragen sind, gerne melden. Genau, wir sind da. Ja, ich lausche. Das können Sie auch machen. Also wenn Sie den Dampfgarer auf 80 Grad machen können, aber normalerweise Wasserdampf bei 100, dann machen Sie ihn eben bei 100 Grad, wobei der ganz einfach zum Erwärmen 80 Grad besser täten. Deshalb machen wir es hier im Wasserbad. Können Sie, dann machen Sie auf 80 Grad und dann ist super. Perfekt. Aber jetzt noch nicht, das machen wir nachher gemeinsam, gell? Schön geduldig bleiben. Also, jetzt das... Ach guck, die Erste haben die Gans schon gegessen. Sind schon fertig und beim Dessert. Sind durch. Okay, und jetzt haben wir das Rotkohl. Also unser Rotkohl steht hier wunderbar zur Seite auf niedriger Temperatur. Lassen wir das jetzt so vor uns hin simmern. Wie lange braucht es? Das kann jetzt eine ganze Stunde da so blubbern und dann wird es später super. Muss das so ein bisschen... Ich sage, schlotzig sein, aber nicht mehr so bissig. Genau, das Rotkohl darf gern schlotzig sein, zumindest bei uns. Und jetzt nehmen wir die Zwiebelchen. Sind Sie alle parat daheim? Nicht, dass ich zu schnell bin. Und das wäre jetzt die nächste Frage. Sind wir zu schnell? Ja, man sieht da einige ganz gelassen. Gechillt. Andere rennen, ja. Aber, und wieder andere haben den Rotwein schon oben. Ja. Super. Der ist übrigens gut, der Rotwein. Sehr gut. So, als so, nächstes, also was kommt jetzt als nächstes? Wir starten mit der Maronensuppe. Sind Sie dabei? So, also nächster Aufruf ist Maronensuppe. Bitte die Zutaten parat. Was brauchen wir dafür? Die Zwiebelchen. Wir brauchen ein bisschen Butter für in den Topf. Wir brauchen die Brühe und wir brauchen die Maronen. Chuck. Die kauft man aber jetzt schon fertig so ab. Die kann man gekocht kaufen oder tiefgekühlt. Tiefgekühlt sind sie tatsächlich roh und brauchen etwas länger, aber die sind gekocht. Super. Meistens kriegt man die aus Frankreich, glaube ich. Ja. Ja. So, also wie ist es so bei den Menschen zu Hause? Ich will ja nicht zu schnell sein. Wir können nur mal gucken. Daumen hoch habe ich da gesehen. Sind Sie alle soweit für das Maronensüppchen? Ja? Okay, dann kann es losgehen. Gut. Chuck. So müsste ich einmal oder schneiden hin. Können. Das ist ja... Das geht auch. Das kann man ganz schnell lernen. Ja, ja. Ich brauche noch eine Zwiebel. Das Schöne hier ist ja, bis auf die jetzige, davor die Zwiebel waren ja alle schon geschält. Ich bin ja so ein ganz sparsamer Zwiebelschäler. Bis letzte Häutchen versuche ich noch zu gewinnen, aber man kann es auch großzügig abmachen.
Das ist sicherlich von Vorteil. Warum machen wir das großzügig ab? Weil wir unsere Zwiebeln und alles, was wir so haben, noch in Brühe und in Soße verarbeiten. Ah. Also die Quittenjus, die die Gäste jetzt zu Hause haben, daran haben wir immerhin 5 Tage gearbeitet, bis die so war. Quitten sind ja auch nicht leicht zu verarbeiten, die sind ja so ganz schwer zu schneiden. Die auch, sind ja tatsächlich schwer zu schneiden, aber die Quitten an sich sind nicht das Problem. Also Problem gibt es da die sowieso nicht. Ja. Aber für so eine gute Soße braucht man Knochen, in dem Fall Geflügelkarkassen. Die werden geröstet im Ofen 2-3 Stunden, bis die schön dunkel sind. In der Zeit macht man in einer großen Pfanne oder einem Bräter den Soßenansatz aus Karotte, Sellerie, Lauch. Das wird tomatisiert mit Tomatenmark und dann immer wieder mit Rotwein abgelöscht. Und da sind so 10 Liter Soße sind so 20 Liter Rotwein. Na bitte. Weil aus 10 Liter Soße, das war mal ein Ansatz von 60 Litern. Der wird einreduziert und dann entsteht eben diese wunderschöne braune Soße. Ich bin ja so ein Soßenfan. Und der kocht, der steht tatsächlich 5 Tage auf dem Herd, bis er fertig ist. Ja. So. Aber auch das lohnt sich auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier die Schalotten schön angeschwitzt. Ich hoffe, Sie auch zu Hause. Ich sehe da jemanden mit einer Schürze und einem grünen Oberteil eifrig am Kochen. Ja. Super. Und es dampft Kessler. Auch. Ha. So, hier wird gewunken mit einem Glas in der Hand. Ist das so richtig? Ich sehe es nur ganz klein. Ja, da oben wird auch eifrig gerührt. Und Frau Tillmann, lassen Sie kochen, oder? Ich sehe Sie immer nur stehen. So, und jetzt geben wir die Maronen hinzu. Ist das der Sohnemann? Also, Maronen sind drin, super. Geht gut. So, und dann haben Sie in der Box eine Flasche von unserer Brühe gefunden. Die machen Sie auf. Und haben Sie zufällig Riesling zu Hause? Oder so was anderes? So, jetzt, jetzt sind die Riesling-Freunde gefragt. Ach doch, Mikro, hier drückt er drauf, aber der geht nicht weg. Herr Schneider, da müssen Sie einfach ruhig sein. Einmal drücken, sonst machen also wir sie aus. Also die Maronen sind im Topf. Ich habe mir erlaubt, noch mal ein bisschen Riesling dazu zu geben, weil wie gesagt, die Grundrezeptur ist immer da, aber so ein bisschen verfeinern, ganz nach Geschmack. Und jetzt schütte ich diese wundervolle Flasche mit Brühe dazu. Tschack. Und das lassen wir jetzt kochen. Aber obwohl da Rotwein drin ist, ist das so hell. Hier ist kein Rotwein Ach, drin. So, das war das ist nur die Brühe. Die Brühe. In der Quittenjus zur Gans ist Rotwein drin. So, und die Maronen dürfen kochen. Kocht es bei Ihnen auch? Sind die Maronen bei Ihnen am Kochen? Sie können ruhig uns immer mal sagen, auf dem Laufenden halten. Ja, so ein bisschen. Weil die Eva hat es ganz gern, wenn sie auch mitkriegt, wie es bei den anderen läuft. Ja. Wie geht's denn so? Bei uns kocht sie noch nicht, das brauchen wir im Moment. Super. Und ansonsten, sind wir zu schnell oder geht's so? Und sie wird direkt geschüttelt, wie ihr kocht. Da machen wir hier was falsch, oder? Bisschen Muskat, oder? Ja. An die Maronen. Chuck, noch ein bisschen von unserem Gewürzsalz. Ich mache ja da auch immer so ein bisschen Zucker noch dran. So. Macht man das nicht? Das macht man schon später beim Abschmecken. Da machen wir auch noch ein bisschen Zimt dran. So. Man kann ein bisschen Sternanis mit reinhängen. Da hat man ja tatsächlich einfach bei Maronen ein Füllhorn von winterlichen Gewürzen. So. Wenn man das möchte. Und kocht schon bei jedem. iPad von Rainer. Gut, was jetzt. Ist denn da los? Habt ihr alles so lahme Herde oder was? Gut, das ist natürlich
Aber guck mal, Profi-Herd hat einfach mehr Bums. Ja, der Profi-Herd hat Power, gell? Aber man sieht hier schon, bei der Familie Kalinowski, da ist richtig was los. Also da wird an verschiedenen Stellen gewerkelt. Hat denn irgendeine Leerlauf? Dann könnt ihr schon mal anfangen mit Kartoffelknödelformen. Also wenn einer bei Ihnen jetzt gerade nichts zu tun hat, es wären die Kartoffelklöß zu Klöß zu machen. Ja, rumstehen, nichts tun, geht nicht. Aber wie kriege ich genau 50 Gramm, wäre schon mein Problem. Naja, man hat ja die Supermasse. Weil man hat ja verschieden große Hände. Guck mal, man hat ja die Masse, die kann man ja für sich teilen. Wenn die Suppe kocht, was muss man machen? Löschen. Kochen lassen und ist die Brühe, also Brühe ist schon aufgefüllt. Kochen lassen, dann Sahne hinzu. Die kann man mal ein bisschen schütteln. Ist das überhaupt die Sahne? Und aufpassen, dass Sie nicht die Ei-Sahne-Mischung nehmen. Sonst wird das Dessert. Das ist ja die Sahne mit Milch gemischt. Die kochen wir jetzt auf. Schwupp. Oh, das ist aber tolle Sahne, mein lieber Freund. Ja, da ist Milch auch mit drin. Das ist schon gemischt. So, und das lassen wir jetzt auch wieder aufkochen. Kochen, kochen, kochen. Das sieht jetzt noch sehr flüssig aus, das reduziert noch, oder? Naja, die Maronen sind ja 100% Stärke und die geben die Bindung. Je nachdem, wie stärkehaltig die Maronen sind, das wissen wir ja heute noch nicht, also wir haben es noch nicht gemixt, kann es sein, dass wir auch nochmal Flüssigkeit zugeben müssen. Mhm. Kann auch Salz dran. Bei Dirk Held sehe ich, ist auch fleißig, was los an zwei Kochstellen, super, läuft gut. Aber gab es denn jetzt ein Feedback, ob Leerlauf irgendwo ist und schon einer mit dem Knödel anfangen kann? Kein Leerlauf, wir sind immer mit der Suppe beschäftigt. Super, das ist ja Premium. Sind alle im Stress. Welche Soße kommt dann die Maronen? Also Sie haben einmal die Brühe. Ja. Und dann haben Sie eine Sahne-Milch-Mischung. Ja. Da steht auch Sahnesuppe drauf. Ja. Die bitte nehmen. Einmal schütteln, damit Sahne und Milch gemischt ist. Ja, also mach das schön. Chuck. So. Gucken wir mal. Super. Ich frage mich ja, wann es mal was zu probieren gibt. Gell? Und Marie, passt du mal bitte auf, dass es nicht überschlabbert. Entschuldigung, ich hätte eine Frage, wenn die Suppe passiert. Die kommt. Besitzen Sie zu Hause einen Mixer? Ja. Oder gar einen Thermomix? Stabmixer oder sowas. Stabmixer ist super. Mhm. Dann wird da gleich der Stabmixer hineingehalten. Jemand, der in der luxuriösen Lage ist, einen Thermomix zu besitzen, der möge ihn aufbauen. Dann kommt die Suppe in den Thermomix-Behälter. Ist übrigens mein persönliches Lieblingsgerät in der Küche. Geht gar nicht. Warum? Warum jetzt genau? Ja, nein, also alles gut. Das war ein dummer Zwischenruf. Unqualifizierte. Die besten Gemüsepürees aller Zeiten entstehen im Thermomix. Wer kochen kann, braucht kein Thermomix. Wer das sagt, hat noch nie ein Gemüsepüree im Thermomix gemacht, würde ich sagen. Aber so schön den Stabmixer da reinhalten, das kann man auch so klassisch. So, wir füllen jetzt hier die Flüssigkeit in unseren Küchenmixgerätbehälter. Wir wollen ja jetzt keine Namen mehr nennen von diesem Gerät und mixen dann. Chuck. Wir wissen, wie Thermomix eingestellt wird. Einfach auf Mixen. Kann man da Temperatur oder irgendwas? Wir machen das Gerät an. Wir machen das Gerät an und dann schalten wir ihn einfach ein. Wir fangen bei Stufe 1. Wir fangen bei Stufe 1 an und arbeiten uns dann langsam hoch.
Dann stellen Sie den Mixer, dann stellen Sie den Mixer in die Suppe und mixen und mixen und mixen. Jetzt schon. Ja. Vorausgesetzt, die Suppe kocht schon schön. Ja, ja. Eier, Ala, Mixer, nein. Aber Frau Kessler, Sie haben auch eine ganz tolle Kameraführung da. Wir können genau zuschauen, wie Sie kochen. Sehr gut. Ich sehe auch eine Frage im Chat. Ich weiß nicht, ob du die auch siehst. Nee. Die Frage lautet, müssen die Maronen nicht 30 Minuten kochen und dann die Milch? Die Maronen sind schon so vorpräpariert, dass es tatsächlich keine 30 Minuten braucht. Wären das jetzt die Tiefkühlmaronen gewesen, dann hätten wir 30 Minuten gebraucht. Die sind aber vorgegart und deshalb geht es ratzfatz. Die 30 Minuten wären quasi für die rohen. Ja, genau. Aber mit nur 2 Stunden Zeit braucht man eben einfach Tricks und die haben wir benutzt. Das wird dann ein schönes, schaumiges Süppchen. Ja, schön schaumig, schön sämig. Und das ist der Vorteil an diesem wundervollen Küchengerät. Je länger man die Suppe mixt, umso schön sämiger wird es. Das Ergebnis wird man nur mit einem sehr leistungsstarken Stabmixer hinbekommen, weil ein Küchengerät dieser Art eben einfach mehr Power hat. Also eine lohnende Anschaffung mal. Ist ja bald Weihnachten. So, wie sieht's denn aus? Sind die Suppen schon püriert oder sieht es nur bei uns so aus? Wie lange sollen die gemixt werden im Thermomix? Also wir haben so 3-4 Minuten gemixt und ist keine Bräuchchen super mehr drin sind, gell? Ja. Es, und alles in Stufe 1? Also ich war bei Stufe 9. Ich habe mit 1 angefangen und mich dann langsam hochgearbeitet, damit das, wenn man direkt auf 10 losschaltet, dann könnte das auch ein kleines Unglück geben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und deshalb Stufe 1, damit der Thermomix erstmal die Maronen klein machen kann. Dann auf Stufe 3, dann von 3 auf 5, so eben. Super. Läuft? Danke. Super. Mach mal einfach immer Vollgas. Alex, ich bediene den Sicherheitshalter nicht, sonst wäre das nämlich so passiert. Ich bin so weit weg, die Sauerei muss ich ja nicht wegmachen. Ich komme vorbei. So, also bei uns ist die Suppe jetzt soweit fertig. Wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Oh. Ich glaube, es wird noch fleißig gearbeitet. Das ist gut, da können wir mal einer trinken. Prost, Marie. Okay, die Suppe. Super. Chuck. Prost! Prost zu Ihnen nach Hause! Ist schon wieder so weit. Prost! Prost! Das heißt, die Suppe wäre jetzt quasi fertig? Die stellen wir zur Seite, damit auch nichts anbrennt, denn
Maronen sind maximal stärkehaltig. Wenn Sie die jetzt auf kleiner Stufe auf dem Herd stehen lassen würden, dann hätten Sie nachher Brandenburger Art. Die hackt nämlich schnell an und das wollen wir nicht. Und deshalb kommt sie einfach neben den Herd. Und ich muss hier mal nachschenken, weil hier sind Gläser leer. Es geht gar nicht. Ich habe vorhin gehört, wenn es zu trocken ist, muss man ein bisschen mit Wein angießen. Unbedingt. Habe ich mich ein bisschen mit Wein angekostet. Chuck. Dankeschön. Wir können aber auch sagen, es ist was ganz Feines, was wir hier haben. Wir haben hier, es ist ja die 100-Gulden-Mühle. Warum ist es die 100-Gulden-Mühle? Weil der 100-Gulden ist unsere Premium-Gewächslage hier in Appenheim. Es gibt in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa, keinen Hang, der so mineralhaltig ist wie unser 100-Gulden. Und die Mühle liegt am Fuße des 100-Guldens, ist überwiegend Riesling geprägt und noch ein bisschen Dornfelder und Spätburgunder. Und es ist meine Heimatlage, hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich daheim, hier kenne ich jeden Stickel. Und es gibt keinen Riesling in ganz Deutschland, der so schön salzig-mineralische Aromen hat wie ein 100-Gulden-Riesling. Hm? Und ich kann auch mal sagen, also die 100-Gulden-Mühle ist absolut ein Besuch wert. Da muss man dabei gewesen sein. Auch im Sommer, aber auch im Winter. Doch, da müssen Sie mal vorbeikommen. Und da können Sie auch von diesem edlen Riesling. Ja. Machen wir gerne. Da bringen wir auch einen aus Bad Kreuznach mit. Unbedingt. Da gibt es auch guten Wein. Unbedingt. Jawohl. Also ich habe tatsächlich viele nahe Weingüter, die mir sehr am Herzen liegen. Da ist überhaupt nichts zu sagen dagegen. Ganz im Gegenteil. Ja. Also ich war letzte Woche erst bei Crucius und vorgestern haben wir zu Schloss Godil Bringelingeling-Service gemacht. Hm? Ja. Ja. Und im Übrigen haben Sie auch so eine tolle Zange wie wir hier. Haben wir. Super. Die, ja, diese da. Zange brauchen wir natürlich, das ist echt Premium, ein Premium-Produkt, kann ich gar nicht anders sagen. Wo sind unsere Kleinen? Die haben wir auch in klein. Chuck, die gibt es auch in Mini. Also der Grillprofi nimmt sie zum Grillen, wir nehmen sie nicht nur zum Grillen. Die hängen den ganzen Abend in normalen Zeiten hier überall in den Töpfen rum, wenn wir normal à la carte kochen dürfen. Ist ja gerade nicht. Die nehmen wir nachher, um die ganz aus dem Ofen auf den Teller zu zaubern. Das ist super, da kann nichts schief gehen. Perfekt. Umso schöner, dass Sie auch eine zu Hause haben. So, die Süppchen sind fertig bei Ihnen, zur Seite gestellt, ja? Dann könnten wir langsam nämlich zum nächsten. Was macht eigentlich Ihr Rotkohl? Da wird gelacht. Der ist jetzt schwarz. Ist der Rotkohl noch irgendwie schön am vor sich hin simmern? Ja. Hat er noch genügend Flüssigkeit? Also meiner hat noch sehr viel Biss. Da müssen wir nochmal nachhelfen. Ach, mit Wein kriegt man den Biss raus, oder? Kochen mit viel Alkohol hilft. Wie im richtigen Leben. Ich sage nur 20 Liter Rotwein in der Soße. So. Ja, der Alkohol ist ja raus. Das ist an. Oh, jetzt. Kein Zirkus. Ich will es nicht erleben. So, also ich habe jetzt, wer ist bei Ihnen zu Hause für die Glöße verantwortlich? Männer, Frauen, alle? Die mit den grazilen Händen. Willst du eigentlich schon mal die Suppe vorprobieren, so, ob dir das schmeckt? Hm? Ja. Und dann wäre noch die Frage, die Fachfrage, wie machen wir das nachher? Servieren wir einen Gang nach dem anderen oder macht das dann jeder für sich allein? Das wäre auch noch so eine Frage. Hey, die wollen es ja auch essen, so. Ja. Die Herrschaften. So, ja, ich schmeiß die ganze Tüte dahin. Wie viel Klöß soll das geben? Also ich bin immer... Das können Sie selber entscheiden. Ich mache 8, oder wir machen 8 kleine Klöße. Wenn Sie 4 dicke Klöße auf Ihrem Teller haben wollen, also jeder einen, dann machen Sie 4 dicke Klöße.
ganz wie Sie das mögen. Wir können auch abstimmen. Sehr demokratisch. Also das ist jetzt so ein bisschen, da kann jetzt jeder kreativ werden und selber entscheiden, ob 4 oder 8. Jetzt muss man natürlich wissen, was 50 Gramm sind, gell? Tja. 50 Gramm wären es bei 8. Oder? Ja. Ja. So wie man so oft sieht, das sind dann, glaube ich, eher 100 Gramm. Die da? Nee, die Größe. Ja, genau. Die, so wie man so das oft sieht. Ich finde halt, das Auge ist halt auch so ein bisschen mit. Also so. Ich finde es auch. Das ist angenehmer als so ein riesen Kloß auf dem Teller. Man kann auch mehr Soße aufnehmen wahrscheinlich. Wir können auch Perlen machen, das wäre auch gar kein Problem. So, Frau Tillmann, wer formt jetzt bei Ihnen wieder? Schuck, guck mal. Sie sind schon fertig. Guck mal, ja, hier, das ist doch unglaublich. Sehr gut. Vorbereitet. Nicht lang geschwätzt und getrunken, gleich fertig gemacht. So geht's. Vielleicht aber auch einfach vorbereitet. Ja. Ist der Dessertteig bei Ihnen auch schon fertig? Nein. Fleißig Milch hat jetzt leistende Unterstützung. Super. Aber die waren auch ganz gleichmäßig gelungen. Sehr gut. Ja. Du kannst das ja auch richtig toll. Ja. Check. Und Frau Kessler, bei Ihnen legen Sie Hand an. Da formt die Chefin noch selbst. Guck, jawohl. Familie Klosen, was ist bei Ihnen? Stehen. Da wird getrunken. Man lässt da so ein bisschen im Hintergrund. Familie Brendel. Oh, da sind die Klöße auch schon fertig. Guck. Ja, das ja, ist das vorausschauendes Arbeiten. Und bei der Familie Becker sehe ich, da wird auch noch fleißig gewerkelt. 2, 4, 6. Wir haben ein bisschen gespart in der Menge, aber das macht ja auch nichts. Entweder habe ich zu wenig Teig. Nee, ist genau abgewogen. Alex, was hast du jetzt eine 2 gemacht? Also wie gesagt, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er 2 Klöße macht, so wie wir 3 Klöße oder eben nur einen dicken. Man kann auch einen 400 Gramm Kloß machen, dann kriegen halt 3 Personen nichts. Geht auch. Oder wie der Alex Bierbeutel mitnehmen gestern, gell? Früher in den Frankfurter Familien hieß es ja, wenn man 8 Kinder hat, wer die meiste Klöß isst, kriegt das größte Stück Gans. Und die Kinder haben all die Klöß gegessen und dann konnten sie gar kein Gans mehr. So, also. Christian, was du aber nicht sagst, ist, dass wir 3 Kisten in deinen Kofferraum geladen haben. Na gut. Merke, hier wird aufgepasst. Aber ich muss schon sagen, das ist ja sehr gewissenhaft, wie ihr das macht mit den Klößen. Sehr klar. Schön. So wird's gemacht in der Profiküche. Mit leichtem Druck? Ja. Alex, kannst du mir die Kamera zeigen, wie du das machst mit den Klößen, bitte? Oder besser nicht, Alex. Und dann jonglieren mit 3 Stück. Christian, zeig mal, Christian, komm. Der Christian lacht die ganze Zeit nur die Kamera, der macht doch auch nichts. Der passt auf mich mir auf. Ja. Chuck. Deine Produktivleistung ist auch den Wein festhalten, oder? Ja, das ist. Ich mach das mit dem Wein. Das stimmt, Alex. Ja, klare Aufteilung hier. Jeder das, was er kann. Ja. Genau. Also, wir haben jetzt die Klöße geformt. Das ist nur die Vorbereitung. Die brauchen ja nachher so 10, 15 Minuten auch im Wasser. Die Gans kommt quasi aus dem Wasser raus in den Ofen und dann machen wir zeitgleich die Klöße. Aber das können Sie sich sicherlich auch denken. Dafür brauchen Sie uns sicher gar nicht. Bevor die Gans in den Ofen kommt, machen wir dann auch hier die Quittenjü. Und dann würden wir jetzt auch langsam mal mit dem Dessertteig starten wollen. Alles zusammenrühren, den Apfel schneiden. Schälen, schneiden in die Förmchen, denn
Also nein, nicht in die Förmchen, den Teig einfach noch ein bisschen rasten lassen. Im Rezept steht, den Teig einen Abend vorher machen. Und das hat tatsächlich einen Grund, der Teig wird geschmeidiger, schöner, fluffiger, wenn er dann aus dem Backofen kommt. Es funktioniert auch natürlich, ohne den Teig einen Abend vorher zu machen. Deshalb habe ich auch das Rezept gewählt, weil es einfach ein wunderschön fluffiges Apfeltörtchen wird. Aber wenn Sie es an Weihnachten machen wollen, zu Hause oder wann auch immer, dann können Sie den Teig auch einen Abend vorher machen, im Kühlschrank rasten lassen und dann eben einen Tag später in diese Förmchen füllen und dann in den Backofen. Und das ist nachher dann auch das Thema. Wir machen, bevor Sie den Feldsalat marinieren, den Teig in die Förmchen und die Äpfelchen drauf. Und dann können Sie, während Sie den Salat essen, die Maronensuppe und die Gans im Ofen ist, können Sie quasi, nachdem Sie die Gans aus dem Ofen nehmen, die Apfeltörtchen in den Ofen schieben und dann ist das Dessert fertig, wenn Sie mit dem Hauptgang essen fertig sind. Ist das so in Ihrem Sinne? Frage? Man sieht Nicken allenthalben. Nicken? Jawohl. Daumen hoch. Super. Ich weiß ja nicht. Ich muss das immer ein bisschen übersetzen, weil Eva halt hat nicht sie alle. Ich habe sie alle, aber Eva sieht nur Ausschnitte. Die Marie fängt jetzt an und holt schon mal die Zutaten, beziehungsweise sie macht das hier drüben. Schüssel. Ich nehme mal die Zwiebeln weg. Tschöck. Und falls Sie sich fragen, dass hier in der Box ja immer noch Kirschwasser dabei ist und das Kirschwasser ja eigentlich in die Suppe gehört. Es gehört auch in die Suppe, aber das Kirschwasser kommt kurz bevor Sie servieren hinein, damit Sie noch die Aromen vom Kirschwasser haben, gell? Also jetzt nicht denken, wir hätten es vergessen. Tschack. Schneebesen. Du rührst, ich schäle schon den Apfel. Mhm. Und vielleicht ja, erzählst du auch ein bisschen was dazu. So, wir nehmen die Masse von dem Dessert, was schon vorher abgewogen ist. Da haben wir jetzt drin Mandel, Zucker, Mehl. Genau. Kommt die Gans jetzt schon ins Wasser? Nee. Das machen wir gleich. Aber grundsätzlich, wenn Sie es wollen, ich wollte jetzt erst die Dessertmasse fertig machen, aber wenn Sie es kocht, kocht Ihr Wasser denn schon? Frage? Kocht das Wasser schon bei Ihnen für das Gänschen? Ja. Ei, dann machen Sie es nein. Dann hänge ich aber meins auch rein, dass wir zeitgleich rausholen. Ich werde hier voll unter Druck gesetzt, mein Schwab. Ich habe doch einen Wasservogel. Chuck, ganz hinein. Also, dann machen wir es jetzt alle. Ja, weil sonst Wasser kommen wir müssen ja zeitgleich fertig werden. Und dann die ganze Nei. So, jetzt kommt wieder Leben in die Bude. Rühr, rühr, rühr. Was wird denn da gerührt? Das ist für die Frau Kessler, was rühren Sie denn da? Ich mache die Masse für den Nachtisch. Ha? Rühren. Sehr gut. Ja, aber genau, ich warte jetzt darauf, dass ich die Sahne reintun kann oder so. Das ist ja keine reine Sahne, das ist tatsächlich da. Genau, die voll. Die ganze Eier, das Eisahne. Vollei. Eigelb-Sahne-Mischung, einmal kräftig schütteln. Ja. Und dann zack, auf Mandeln, Mehl, ja. Zucker und dann rühren, rühren, rühren. Ach so, okay. Kann ich gar nicht. Rühren, rühren. Was mach ich? Ich
Was macht die Mutter? Haben kein Bild mehr. Sie haben kein Bild mehr. So. Den Apfel können Sie dann schon mal schälen? Ja, habe ich. Das ist das Runde, das ist der Apfel. Apfel ist immer gut, wenn man den nicht mehr auf dem Brett schneidet, wo vorher die Zwiebeln waren. Die Gans hat mich etwas irritiert. Was war denn vor der Eisenmischung in Ihrer Schüssel? Da waren die pulverisierten Zutaten, also das Mehl, Zucker, Mandelmehl, diese Mischung, die Sie in einem Vakuumbeutel gefunden haben, in die Schüssel geben, darauf dann die Sahne-Ei-Mischung. Und ja, bitte entschuldigen Sie, die Gans ist dazwischen gegrätscht. Sind Sie alle wieder da? Einmal Daumen hoch, bitte. Nein, das war zu leise. Was denn jetzt genau? Also, nochmal mit der Gans, bitte. Die Gans ist dazwischen gegrätscht. Also, Sie sind alle wieder bei den pulverisierten Zutaten, Sahne-Ei-Mischung obendrauf und haben das klümpchenfrei angerührt. Frage? Alles an. Sehr gut, die Daumen gehen alle hoch. Das heißt, sieht das Dessert die Masse werden. So bei Ihnen aus? Ich sehe nichts. Ja. Super. Das lassen wir jetzt ein bisschen rasten. Sehr gut. Ups, oh, jetzt ist was ausgelaufen. Frau Tillmann. Ja? Die ganze Sahne-Ei-Mischung. Ja? Alles hinein, es wird sehr flüssig. Die Tüte mit den Trockensachen? Ja? Die Tüte mit den Trockensachen zuerst in die Schüssel und danach die Sahne-Eigelb-Vollei-Mischung unter permanentem Rühren zufügen. Und dann bekommen Sie einen wunderschönen, homogenen Teig. Bitte schön. Vielleicht zeigen wir noch mal, wie flüssig der ist, falls es, glaube ich, nicht ganz glauben können, dass der Teig so flüssig ist. Also es darf ruhig flüssig sein. So, bei der Familie Meffert läuft es auch gut voran, sehe ich. Da kommt jetzt auch die Sahne-Mischung. So, und ich habe derweil tatsächlich einfach mal den Apfel geschält. Ja, der Teig soll, also der Teig darf so sein. Keine Panik auf der Titanic. Wie so ein Pfannkuchenteig, kann man das sagen? Ja. So flüssig. Ja. Ja. Bisschen flüssiger. Ja, genau. Super. Und dann können Sie auch schon die Backförmchen auf dem Kuchenblech geben. Und ja, haben wir irgendwie auf die Uhr geguckt, wann die Gans reingegangen ist? So nach 10 Minuten. Noch nicht mal 5 Minuten. Ja, okay. Noch 10 Minuten. Ja. Und jetzt bin ich on. Auf dem Backblech. Das kann ich höchstens am Gerät ausmachen. Später. Jetzt aus. So, das Rotkraut ist weiter am Köcheln, wird nochmal schön durchgerührt. Die Klöße sind eigentlich schon fertig. Den Teig für den Nachtisch haben wir schon. Die Gans ist drin. Wie sieht's aus mit dem Apfel?
Also die Gans ist im Wasser. Noch nicht, der kocht, das Wasser kocht noch. Super, dann ganz, das Wasser darf nicht sprudeln kochen, sondern so leicht vor sich hin simmern. Aber vielleicht zeigen wir das einfach mal hier bei uns. Ganz hinein, keine Angst haben, die simmert hier einfach, der geht's total gut. Die ist so ein bisschen wie unter so einer dicken, flauschigen Daunendecke im Winter, wenn es kalt ist draußen. Also die braucht nicht sprudeln kochen, bitte, sondern so ganz sanft. Weil die kommt ja nochmal in den heißen Ofen. Was machen wir mit dem Apfel? Der Apfel ist geschält bei Ihnen? Ja. Super. Vierteln, bitte. Man sieht jetzt auch immer mehr Männer im Bild, weil sie sind jetzt langsam hungrig und denken, es ja. muss doch jetzt was geben. Ich glaube, es geht um die Gans. Oh, ah, ja. Ich glaube nicht, dass das Dessert so spannend ist. Wie geht's Ihnen zu Hause? So ein bisschen Stimmung wäre auch noch irgendwie mal so. Super. Familie Becker feiert auch schon ein bisschen, sehr gut. Check. Solange wir Kochwein haben, ist alles gut. Sind Sie immer noch beim Weißwein? Ja, natürlich. Nee, beim Rosé. Der Rotwein kommt schon nachher zu ganz. Sehr gut. Super. Also, ich habe den Apfel geschält. Ich suche das aber mit Rosé. Ja, danke. Also ich habe den Apfel geschält, geviertelt und jetzt schneide ich die Viertel in vier Scheibchen und dann verteile ich das in die Förmchen und dann kommt da jetzt gleich die Teigmasse drauf. Und wenn wir später die Gans aus dem Ofen holen, dann ist super. Was sind das für Förmchen? Wo kriegt man die her? Die bekommt man tatsächlich in einem klassischen Discounter. Die sind schon so Backförmchen aus Backpapier. Ah. 100% Backpapier. So, und jetzt, sehen Sie, haben wir die Förmchen schön gefüllt. Und es ist tatsächlich bewusst noch ein bisschen Masse übrig. Das können Sie morgen noch mal backen. Guck mal, mach hier noch ein bisschen drauf. Fehlt noch ein bisschen was. Schock. Geht es auch auf noch oder bleibt es so? Es geht noch ein bisschen auf, aber es läuft nicht aus der Form. Wegen Befüllen meine ich nicht, dass man es zu voll macht. Chuck, das können wir hier nebendran stehen lassen. Weil wir es gerade vom Wein hatten, was würde man denn zum Dessert? Ich würde einen feinherben Riesling trinken. Und zum Beginn? Zum Feldsalat würde ich tatsächlich, weil ich es gerne mag, einen Silvaner trinken oder aber auch einen Grauburgunder. Ich weiß nicht, wie ist es bei den Herrschaften zu Hause? Was gibt es zum Feldsalat zu trinken? Was haben Sie für Weißwein für den Feldsalat? Erzählen Sie mal. Wir haben Grauburgunder. Super. Ja. Von den Nahen wahrscheinlich, ja, oder? Ja, vom Finkenauer. Oh, oh. Hier aus Finkenauer aus Bubenheim. Nein, hier. Von der Nahe. Ja. Von der Nahe. Ja. Sehr lecker. Wer ist der Nachbar? Chuck. Darf ich da mal dran riechen an der Quitte? Das interessiert mich ja. Oder da? Du kannst auch gleich probieren. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Wir haben endlich schön Leber Riesling. Auch nett. Ja. Könnte ich mir jetzt auch gut in meinem Glas vorstellen. Den hätte ich auch noch gern probiert. Bei dem schönen Leber Riesling können wir uns anschließen. Ja. Aber ich habe noch einen im Weinkeller. Aber wir sind jetzt hier beim Riesling 100 Gulden, also alles gut. Aber Riesling passt wunderbar. Riesling passt wunderbar. Also, wenn man mal mutig ist und den Beutel der Gans rausholt, dann ist das super. Den kann man tatsächlich besichtigen, wenn man wieder normales Leben hat, gell?
Also 4 Minuten nach der Uhr, dann wären das eine Viertelstunde für die Gans. Super. Die fühlt sich schon richtig gut an. Wie fühlt sich Ihre Gans an? Einmal mutig sein, einen Beutel nehmen, rausziehen und mal so fühlen. Gar ist sie ja eigentlich schon, die wird jetzt warm. Ja. Ich würde sie tatsächlich schon rausholen. Also unsere ist jetzt fein. Ja. Check. Also wenn sie jetzt nicht genau mit uns auf der gleichen Linie sind, ist Linie das sind, überhaupt macht nicht das Problem. Man muss individuell natürlich bei dem Produkt gucken, dass es optimal ist. Der eine braucht etwas länger, der andere nicht so lang. Und wichtig ist, dass sie eben nicht sprudelnd kocht, gell? Jetzt schon mal den Ofen vorbereiten, ne? So, die ist super. Die sind absoluter Traum. Stille. Wie heiß sollte der Ofen sein? Ober-Unterhitze, Umluft? Umluft 170 Grad. Okay. Zack, unsere Gans. Bisschen Salz habt ihr noch dran gemacht? Ja. Jetzt hätte ich noch eine Fachfrage an Sie zu Hause. Wollen Sie das Menü hintereinander essen? Wollen Sie, also wir könnten jetzt einmal zeigen, wie unser Feldsalat aussehen würde. Wir können die Maronensuppe fertig machen und du kannst probieren. Denn derzeit würden wir die Gans in den Ofen schieben, die Klopse fertig machen und Ihnen zeigen, wie es aussehen würde. Und dann können Sie selber entscheiden, wie Sie Ihr Menü zu Hause genießen. Ist das so in Ihrem Sinne? Frage? Ja. Gut. Dann machen wir das so. Check. Dann machen wir jetzt unsere Klößchen in den Topf. Check. Wie lange brauchen die? 10, Minuten. 15 Minuten. Die müssen einmal hochkommen und einmal richtig durchkochen. Rumpel, rumpel, rumpel. Wir haben hier unsere Quittensoße, die haben wir auf dem Herd. Würde ich Ihnen auch schon mal als Empfehlung geben, wenn Sie später in Ruhe essen wollen, können Sie die Quittensoße schon mal aus dem Fläschchen in ein kleines Töpfchen geben. Dann in einer Pfanne mache ich jetzt für die Klöße noch ein bisschen Semmelbrösel und Butter, damit wir da die Semmelknödel schön durchschwenken können. So, Marie, willst du die Teller vom Feldsalat zu unserem Dressing, was wir hier in dieser Flasche haben? Sie haben ja das Rezept mit Walnussöl und Traubenkernöl, Olivenöl, Himbeeressig, Sherryessig und so weiter und so fort. Bevor Sie sich wundern, ja, das ist wirklich alles in diesem Dressing drin und deshalb schmeckt es einfach so toll. So. Also es macht sich auch da tatsächlich die Mühe immer wieder belohnt. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie das Rezept so toll finden und Ihnen das Dressing schmeckt, das ist ja immer das vorausgesetzt, holen Sie sich die Essige, holen Sie sich die Öle und machen Sie sich für eine Woche oder zwei, wenn Sie gerne Salat essen, einmal einen Liter Dressing vor, stellen das Ganze in einer Glasflasche in den Kühlschrank und dann haben Sie für die ganze Woche Ihr eigenes Dressing im Kühlschrank stehen. Macht immer Sinn. Das Dressing hält eine Woche, aber auch 10 Tage im Kühlschrank in einer Glasflasche und das ist einfach super, wenn man sein eigenes Dressing hat, so wie man es mag. Ich sehe jetzt hier verschiedene Essige und verschiedene Öle. Ja. Die zusammen, die verdecken sich nicht, sondern ergänzen sich. Genau. Also an dem Rezept, dieses Rezept ist tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, 26 Jahre alt, das durfte ich in meiner Ausbildung mal ausprobieren und da habe ich eine ganze Woche dran rumgetüftelt, weil ich Freude hatte, Dressinge zu probieren und dann war das für bestimmt Jahrzehnte das Hausdressing im Atrium, weil da habe ich meine Ausbildung gemacht vor vielen Jahren. Zucker und Senf? Ja. Nee, das Rotkohl bleibt doch bitte auf dem Herd stehen. Habe ich gesagt, das Rotkohl? I lose control. Nee,
Nur die Gans kommt nochmal. Die Gans, die Gänsekeule kommt gleich in den vorgeheizten Backofen, wenn Sie sie rausgeholt haben. Und haben Sie? Butter rein oder sonst was in diese Schale? In die Gänseschale? Nee. Die Gänsekeule nehmen Sie einfach aus dem Beutel raus und vielleicht haben Sie so wie wir ein bisschen Fond drin und dann schieben Sie die einfach in den Ofen. Aber Sie machen das ja später. Sie schauen uns jetzt zu, wie wir es machen. Richtig? Ja, damit Sie dann auch alles nacheinander essen können. Was ist denn in dem kleinen Topf? In dem kleinen Topf? In dem hier? In dem? Das ist unsere Quittensoße für die Gänsekeule. Die wird quasi nur warm gemacht. Und das andere, was Sie jetzt gerade kommen, was ist das? Das, ja, genau. Dankeschön. Das ist geschmolzene Butter mit Semmelbrösel. Semmelbrösel haben Sie auch. Da schwenken wir, wenn die Klöße dann irgendwann mal nach oben kommen, die Klöße durch. Klöße, Kartoffelklöße ohne Semmelbrösel sind keine Kartoffelklöße. Zumindest nicht bei mir. So, dann machen wir mal einen Salat und zeigen den Herrschaften, wie so ein Salat bei uns in der 100-Gulden-Mühle aussehen kann. Unser Dressing schön geschüttelt obendrauf. Das hat ja Jamie Oliver so irgendwie eingeführt, den Salat mit der Hand. Macht genau. Man das jetzt so? Ja, das macht man tatsächlich so. Also wichtig ist, dass der Salat komplett einmal durchs Dressing gezogen wurde. Also und mit den Fingern hat man mehr Gefühl, oder? Und mit den Fingern hat man mehr Gefühl. Mit einem klassischen Salatbesteck wird zum einen die Hälfte vom Salat vergessen. Manchmal kann man auch so einen Salat mehr so kneten. Das ist einfach nicht gut. Salat hat ganz, ganz feine Zellstrukturen und der bricht auch schnell. Und wenn man den so knetet, als hätte man Paniermehl in der Hand, dann ist das eher nicht ganz so toll. So, dann machen wir noch ein paar Nüsschen oben drauf. Tschock. Ja, das braucht ihr öfters, da habt ihr ein bisschen was von. Ja, da haben wir noch ein bisschen was von. Und wenn man jetzt mag, ich mag es ganz gerne, Granatapfelkerne noch oben drauf, ein Spritzer Kürbiskernöl drauf, bisschen Brot dazu. Und so würde ich sagen, guten Appetit, Sie können zu Hause loslegen. Aber können Sie ja noch nicht, weil Sie warten ja, wie das bei uns hier aussieht. Tschack. Bitte schön. Ui, danke schön. Kommt. Sehr gut. Es ist jetzt. Also wir haben schon das erste Gericht sehr lecker fertig. Sieht richtig schön aus. Ich kann schon mal ein Nüsschen probieren. Also wenn Sie mögen, können Sie Ihren Salat jetzt auch schon anrichten. Ich sehe, Sie sind auch dabei. So, das Gänschen ist drin und dann schicken wir auch gleich das Dessert Dankeschön. In den Ofen. Dankeschön. Wann kommt der Nachtisch in den Ofen? Also wir machen das jetzt. Danke für die Frage. Wir machen das jetzt tatsächlich direkt gleich. Wir haben aber auch einen super Ofen. Wenn Sie jetzt sagen, der Nachtisch schmeckt hinterher nach Gans, wird hier nicht passieren. Der gute Rational gibt keinen Geruch ab. Die Gans knuspert schon vor sich hin. Keine Sorge. Also der Salat, exzellent. Wir müssen nochmal zurückspulen. Die Gans haben wir schon aus dem Topf rausgeholt, auf ein Backblech gegeben. Offenkundig waren wir kurz zu schnell. Entschuldigung. Ja. Und unsere Gans ist jetzt schon im Backofen bei 170 Grad und knuspert schon vor sich hin. Ich hole sie mal gerade raus, dass sie mal gucken können, wie sie aussieht. Hm? So, Knusper, Knusper, Knäuschen, sag ich da nur. Also der Feldsalat, in der Schweiz heißt er ja Nüssli-Salat. Nüssli-Salat, ja. Und deswegen mit diesen Nüssen, ganz hervorragend. Chuck.
So, was ist denn eigentlich mit unseren Klößen? Kommen die nochmal hoch? Ja. Guck mal, einer ist schon oben. Wenn die Klöße zum ersten Mal oben schwimmen, dann kann man sie langsam rausnehmen. Und das Rotkohl, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber schmeckt Ihr Rotkohl schon? Was kann man denn, dass der Nachtisch denn backt? So, Rolf, Vera, du darfst was sagen. Wann kommt denn der Nachtisch in den Backofen? Also, wir haben, wir haben unseren Nachtisch schon im Backofen. Ihr Nachtisch kommt bitte erst dann in den Backofen, wenn Sie Ihre Gans auf dem Teller haben und zu Hause verzehren. Perfekt. Sie nehmen die Gänse aus dem Ofen, schieben das Dessert hinein, seien ganz entspannt, trinken Clé Savoy, essen das Gänschen und in der Zeit macht der Backofen Ihnen das Dessert fertig. Und irgendeiner an Ihrem Tisch stellt einen Wecker, dass Sie keinen Brikett produzieren. Wir fangen dann mit der. Weil wir sind ja dann immer da und ich kann auch ja jetzt nicht helfen, weil ich habe ja keinen Zugriff auf Ihre Küche zu Hause und könnte irgendwas retten. Also wir haben die letzten Gänge ein bisschen komprimiert, können wir sagen, damit Sie das fertige Gericht dann auch sehen, wie es am Ende wird. Sie werden das ja ein bisschen auseinanderziehen, weil Sie wollen ja erst, wie ich, den guten Salat essen, dann die Suppe und dann die Gans. Wir zeigen Ihnen einfach einmal, wie es... Okay, guten Appetit. Guten Appetit. So, also unser Rotkohl ist super. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Es brennt ein bisschen offenkundig. Habe ich mich beim Würzen des Rotkohls in der Pfeffermenge ein bisschen vertan. Sehen Sie es mir nach. Aber dafür braucht dann die Gans kein Pfeffer mehr, würde ich sagen. Wie ist denn Ihr Rotkohl zu Hause? Weil unseres ist echt gut. Wir sind jetzt auch fast eine Stunde. Unser Rotkohl ist ziemlich stark gewürzt, ziemlich viel Nelken drin. Da waren. Ich bin total vor. Das kann ich noch machen. Finden Sie, weil. Ja. Das wundert mich jetzt tatsächlich, weil ich auf die komplette Mischung nur 3 Nelken hatte. Und die sind ganz klein gemörsert und es hat quasi jeder die identische Mischung bekommen. Wir haben dann 2 davon bekommen. Vielleicht ist es aber auch der lange Pfeffer, den Sie gerade so schmecken. Der hat so ein bisschen schokoladenartig muffiges Aroma. Also wenn es die Nelke ist, dann kann man, Asche auf unser Haupt, dann kann man da tatsächlich jetzt schlussendlich nichts machen, weil es ist ja mariniert. Im Zusammenhang schmeckt es bestimmt sehr gut. So. Carmen, du musst mehr Rotwein trinken, dann schmeckt es auch. So, also zwischendrin haben wir unsere Klößchen. Auch das machen Sie. Sie machen natürlich jetzt nicht die Kartoffelklöße zu Hause rein, sondern das machen Sie erst in der Zeit, wo Sie die Suppe vielleicht genießen. Wir haben aber unsere Kartoffelklöße schon ins Wasser gegeben, holen die jetzt aus dem Wasser raus und ziehen die einmal gleich durch unsere wunderschönen Semmelbrösel. Ich sehe, viele genießen jetzt den Salat, lassen sich sehr gut schmecken und hören Sie einfach ein bisschen mit zu, wie es weitergeht, damit Sie dann auch den Schluss gut hinkriegen. Klößchen sind fertig. Die Quittenjus stellen wir auf, weil die brauchen wir gleich, wenn das Gänschen aus dem Ofen kommt. Aber noch ganz nebenbei koche ich noch einmal die Maronensuppe auf und gebe die dann ab zum Probieren, dass Sie schon mal wissen, wie es bei uns in der Küche schmeckt. Kirschwasser geben wir gleich dazu. Wenn man Kinder hat, könnte man es auch weglassen, das Kirschwasser. Wenn man Kinder hat, kann man es natürlich weglassen. Schuck.
Weil ich gesehen habe, es kochen auch Kinder mit. Dann darf der Papa das Kirschwasser trinken und alles ist gut. Was man natürlich... Okay. So, wir machen jetzt die Maronensuppe servierfertig mit dem Kirschwasser nochmal aufkochen. Und du hast vorhin gesagt, ganz zum Schluss erst das Kirschwasser dazu, ja. Sonst ist das verdampft dann. Genau, dass man das Aroma noch ein bisschen hat. Und wer jetzt die Maronensuppe noch ein bisschen verfeinern möchte für sich zu Hause, kann noch ein bisschen Sauerkirschschaum oben drauf machen. Oder aber noch ein paar karamellisierte Maronen mit hineingeben, dass man noch ein bisschen Geschmack hat. Wo sind meine Suppenschalen? Da. So, einmal die Suppe. Danke sehr. Hier zum Probieren. Löffel kommt sofort. Oh, das riecht schon mal ganz toll. Suppe zum Probieren. Schalt noch was über. Schmeckt Ihnen der Salat? Gleich. Genau, wir warten auch noch einen Moment und dann probieren wir gleich. Sehr gut. Dankeschön. Bitteschön. So, ich probiere mal das Maronensüppchen. Aber das Kirschwasser schmeckt mir jetzt nicht irgendwie deutlich. Nee, das ist extra ganz so dosiert, dass ja. Man keinen Schwips bekommt, wenn dezent. Man die Suppe isst. Ist da auch Zimt drin? Nee. Das kann man jetzt tatsächlich, wenn man das möchte, einfach oben drüber streuen. Aber es ist ja leider nicht jedermanns Sache. Tschack. Und die Marie ist jetzt für die Jus zuständig. So, wir sehen allenthalben, dass sie auch beim Salat sind. Wunderbar. Prost nach Hause. Und, ist sie gut? Sehr lecker. Gut. Ganz lecker. Ich bin ja großer Maronen-Fan. Das geht mir zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt ab. Da kaufe ich mir immer die in der Tüte. Aber zum Selberpoolen. Zum Selberpoolen, ja, ja. Das ist echt eine mühsame Geschichte. Aber es ist einfach was Leckeres. Aber das sättigt auch unheimlich. Ja, muss man ein bisschen halt aufpassen. Wenn Stärke, man... Stärke, Stärke. Eine Frage. Ja. Und zwar die Maronensuppe. Die hat noch so ein bisschen, also wenig Maronengeschmack, eher so ein bisschen milchigeren Geschmack. Wie kriegt man da einen besseren Gewürze rein? Also ich würde einfach noch ein bisschen Salz, Pfeffer dazugeben. Aber also es sind 400 Gramm Maronen im Rezept. Wenn man es noch ein bisschen intensiver will, macht man eben noch mal 50 Gramm Maronen dazu. Aber unsere ist... Ich finde es ganz fein. Super. Also sahnig, cremig, aber mit Maronen. Ja, so ein bisschen nussiges Aroma. Wenn man das noch möchte, kann man auch noch mal nachhelfen, indem man... einen ganz kleinen Schluck Haselnussöl mit dazu bekommt, aber das muss man noch mal reinmixen, damit man das Nussaroma der Marone ein bisschen intensiviert. Es war übrigens nicht nur Sahne, sondern auch ein bisschen Milch gemischt, damit es nicht so mächtig und voluminös wird, weil wir haben ja noch ein Gänschen im Haupt. Okay, danke.
Aber wie gesagt, wenn Sie wollen, einfach noch 50 Gramm Maronen das nächste Mal dann dazu machen. Manch einer mag die Maronen eher in einer Light-Version und nicht in der deftigen Variante. Kürbiskernöl wäre kein Thema da? Würde ich da tatsächlich nicht nehmen, weil es Kürbiskernöl wieder geschmacklich in eine vollkommen andere Richtung geht als die Marone. Ich würde einen Sauerkirschschaum dazu machen, damit man das Kirschwasser noch mal in seiner Frucht quasi wiederholt. So, wollen wir mal nach dem Gänschen gucken und nach dem Dessert? Fünf Minuten. So, das ist ein herrliches Bild, wie sie alle genießen, lassen sich sehr gut schmecken. Und als nächstes dürfen sie sich auf eine wunderbare Maronensuppe freuen. Die ist ja quasi schon fertig bei Ihnen, die müssen Sie ja nur noch ein bisschen warm machen. Das hatten wir alle schon sehr gut vorbereitet. Wie schmeckt eigentlich so das Dressing zu Hause? Salatdressing. Sehr gut, sehr gut. Also ich finde es sensationell. Weltklasse, gut. Genau. Gut. Dankeschön. So, um Sie zwischendrin auf dem Laufenden zu halten, unser Apfelglafutti geht ein bisschen aus der Form, das ist schon mal super. Also er läuft nicht drüber, aber die Äppelchen gehen schön auf. Was heißt eigentlich Glafutti? Das ist ein zartes, luftiges Küchlein. Darf ich dich mal in den Ofen bitten? Ja. Dann kannst du hier mal... Traum! Ah! Traum! Und das Äpfelchen, so eine leichte Kruste. Ja, toll. Einfach ein Traum. Bratapfelmäßig. Und das sieht auch toll aus. Und bei dem Jus, da sind auch noch Stückchen von der Quitte. Genau, in die Jus. Also die Jus hat, wie gesagt, 5 Tage auf dem Herd gestanden. Dann haben wir noch eine Schalottenreduktion gemacht. Auch die nochmal mit viel Rotwein reduzieren lassen. Die Jus obendrauf nochmal Geschmack hineingegeben. Durch Rosmarin, durch Thymian und Knoblauch. Und dann haben wir Quitten gewürfelt und mit ein bisschen Vanille eingekocht und Weißwein und dann eben die Jus auf die Quitten drauf. Und da ist das dann, ja, und das wie ist kamst die du Soße. Auf Quitte? Das ist ja. Also die Gans braucht immer was Süßes. Ich finde auch zum Beispiel als Sättigungsbeilage zur Gans ein Süßkartoffelpüree ziemlich gut. Aber hier ist es die klassische Variante und ich wollte jetzt nicht Apfelschüss machen, weil den Apfel haben wir schon im Rotkohl. Und die Quitte ist eine wunderschöne heimische Frucht und das ist, macht Lust auf Winter und die passt einfach von ihrer herben, süßen Aromatik super für meine Begriffe in diese Soße. Meine Oma hat früher mal Quittengelee gemacht, super. Das war mein Lieblings... Ja, Traum. Ja. Traum. Das kann man übrigens auch nehmen dann für in Soßen. Ja, genau, ja. Genau, perfekt. So, jetzt sind wir fast soweit. Wir holen das Gänschen aus dem Ofen. Die Soße ist heiß. So, und es wäre schön, wenn das Gänschen nachher bei Ihnen auch so aussehen würde wie bei uns. Tschock. Der Vorteil bei der Keule ist, man muss nicht noch groß rumschneiden, man kann sie direkt nehmen. Bei der Brust oder bei einer ganzen Gans muss man ja tranchieren. Ja. Das Geheimnis des Anrichtens ist ja auch immer wichtig. Erstmal die Soße, also den Jus unten rein. Dann die Klöße. Leider können wir Ihnen nur die Bilder übermitteln, aber wenn Sie mal riechen könnten, das ist unglaublich lecker. Es riecht nach einer tollen Gans. Da stimmt das Produkt
Und wie du gesagt hast, man kann es einfach wahrscheinlich nicht besser zubereiten, als so, wie du es gemacht hast. Die ist, also ich bin kein Gänsefan, gar nicht. Aber so esse ich sie. Ja, ich meine, das ist tatsächlich... Warum magst du Gans nicht? Geschmacklich? Oder? Ich mag, das ist mir zu viel, das ist mir zu mächtig, fett? Das ist... aber so kann ich sie gut essen, weil über diese 12 Stunden Garzeit schlicht und ergreifend viel Fett ausgetreten ist. Man hat nur noch ein bisschen Fett unter der Haut. Klar, die Haut muss sein, weil sonst ist keine Gans knusprig. Ja, aber das kann man gut haben und die ist zart. Die Gans, die man sonst so kennt, die ist eben nicht zart, die ist mehr so ein bisschen fest, manchmal auch so ein bisschen trocken. Und dann macht eine Gans einfach keinen Spaß. Und so wie sie jetzt hier bei uns auf dem Teller liegt, sage ich, ja, das ist eine Gans, die mir gefällt. Und dann ist es auch in Ordnung für mich als Köchin, dass das Tier sterben durfte. Und man könnte auch das mit der Brust genauso machen, wenn ja, man Brust macht. Definitiv. Ja? Die Brust wird genauso zart. So, haben wir Fragen? Wie weit sind Sie? Ich sehe, da wird auch schon geschnitten. Frage wegen der Soße. Wie habt ihr die Soße gemacht? Wir haben die in den Topf umgefüllt aus der Flasche in ein kleines Töpfchen und dann einfach aufkochen lassen und dann ist die super. Ja, dürfen Sie ja auch. Sie sollen sich ja gar, Sie sollen sich Zeit lassen. Wir zeigen Ihnen nur, wie es bei Ihnen später aussehen könnte. Seien Sie entspannt. Sie sind zu Hause, kein Stress, alles in Ruhe. Das Schöne ist ja, das Süppchen, wie gesagt, ist schon fertig. Sie müssen es jetzt quasi ein bisschen erwärmen. In normalen Zeiten würden wir jetzt am Tisch sitzen, zusammen die Suppe essen. Währenddessen wäre die Gans im Ofen. Wir würden Fachgespräche führen vielleicht. Vielleicht aber auch einfach nur am Wein schnüffeln. Vielleicht würden wir darüber reden, wie man in der Küche schnippelt, ohne sich den Finger abzuschnippeln. Das geht durchaus. Wir würden vielleicht über große Bratenstücke auf dem Grill reden oder was auch immer die Probleme zu Hause sind. Jetzt sind die Zeiten aber ein bisschen anders. Die sind komisch oder auch ja, anders. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Und deshalb machen wir jetzt vor, wie es bei uns jetzt aussehen würde und bei Ihnen nachher aussehen kann, aber wir wollen Sie nicht hetzen. Sie sollen Zeit haben, Sie sollen einen entspannten Abend zu Hause haben. Das wäre so unser Herzenswunsch. Das ist ja das Schöne, dass man so viel vorbereitet ja. Und man kann, während man essen, wird die Gans warm, gell, und knusprig. Apropos Essen, das war das Stichwort, gell? Oh. Bitte schön. Mein lieber Freund. So, das Produkt würde hier stehen. Das ist die feine Gabel. Also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, worauf Sie sich freuen können. Diese Gans, wirklich sowas von zart, man braucht eigentlich gar kein Messer. Oben knusprig die Haut, so wie es sein soll. Die Glöße durch diese Semmelbrösel in Butter, ganz besonders lecker. Und ich muss sagen, das Rotkohl, mir schmeckt das. Und ihr habt so viel gekocht und kriegt jetzt nichts. Ja. Nein, wir haben auch schon alles vorher probiert. Ist denn schon jemand bei der Suppe bei Ihnen? Ja. Ja, sehr gut. Und wie ist die Suppe? Auch lecker. Nee, ich würde
zu Hause. Ja, es wird dann immer ein bisschen ruhiger, wenn es dann was zu essen gibt. Es darf ja gerne auch so sein. Wie schafft man es, dass die Kartoffelklöße nicht wie ein Flummi werden, sondern so? Indem man die Kartoffeln, wie vorhin schon gesagt, einen Tag vorher in viel Salz das im Ofen gart. Sozusagen genau, also die ungeschälte Kartoffel packen wir in Salz, schütten viel Salz drüber und dann kommt die in den Ofen. Und dann wird die ganz trocken. Und dann wird die Masse trocken und dann gibt man das Ei dazu, die Gewürze. Ganz toll. Und dann werden die so schön fluffig. Luftige Kartoffelklöße. Ein Traum. Habt ihr sowas gewöhnlich auch auf eurer Karte, wenn jetzt nicht Corona ist? Wir haben tatsächlich die Gänsekeule im Weihnachtsmenü, in der Weihnachtsmenübox zum selber basteln. Und diese Woche und nächste Woche noch auch als To-Go-Gericht auf der Karte. Und die ist dann auch im Beutel, so wie wir es sehen? Nee, die ist auf einem Palmblatt-Teller angerichtet. Also wir versuchen so viel wie möglich ohne Plastik zu arbeiten. Mhm. Was tatsächlich bei einem Vakuumbeutel, so wie die ganze zwar nicht geht. Und da sage ich auch, der Vakuumbeutel ist in der Küche tatsächlich unverzichtbar. Aber auf alles andere an Plastik verzichten wir oder versuchen es zu verzichten. Wir haben so Palmblattteller als Ersatz für den Porzellanteller. Kann man den mit in den Ofen dann geben? Oder? Nee, dann muss man es tatsächlich nochmal runterpacken. Aber tatsächlich, wir fahren ja 90% unserer Essen fahren wir aus. Mhm. Und dafür haben wir im Auto, also im Transporter und im Privatauto, so eine kleine Wärmebox stehen. Die ist auf 80 Grad. Das heißt, das Essen, wenn wir zum Gast kommen, ist zu 100% heiß. Das geht an Weihnachten natürlich leider nicht, weil das einfach zu viel wäre und wir 20 oder 30 Autos bräuchten, um heiß auszufahren. Und deshalb haben wir für Weihnachten die Weihnachtsmenübox zum selber zusammenbauen. Das ist ähnlich so wie der Bausatz, den jetzt die Gäste hatten. Nur fast noch ein bisschen schneller. Nur viel schneller. Also ja. Man hat für die Weihnachtsmenüs tatsächlich eine Aufenthaltsdauer in der Küche für 30 Minuten. Also sehr entspannt. Es gibt eine Anleitung dazu, wie es... Was gibt es außer Gans noch? Also es gibt Kalbsbäckchen geschmort mit Rahmwürsing und Semmelknödeln. Es gibt einen Hirschgulasch mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Es gibt die Gänsekeule im Hauptgang und es gibt einmal ausgemachte Pasta, vegetarisch gefüllt mit einer vegetarischen Soße bzw. mit einer veganen Soße. In der Vorspeise haben wir einmal rote Beete mit Wasabi und Ziegenfrischkäse oder eine Ceviche von Edelfischen. Oder was war, ein Feldsalat mit unserer Geflügelterrine, die wir selber machen. Und im Zwischengang gibt es entweder die Maronensuppe oder ein Steinpilz-Süppchen. Zum Dessert gibt es entweder einen Apfel-Clafouti lauwarm oder eben unser Schokoküchlein mit Sauerkirschen. Und das so. Kann man dann hier abholen? Abholen oder den Bringelingeling-Service anrufen und wir bringen es zu der gewünschten und Uhrzeit. Abholen und Klingelingeling. Wir könnten ja noch mal gucken, denn wenn man hierher kommt und hat ein bisschen Zeit zum Warten, wir schauen mal, denn ihr habt da draußen einen richtig schönen Weihnachtsmarkt. Das stimmt. Geh du mal schauen und ich würde hier bei meinem Dessert bleiben. Jawohl. Wir schauen mal, was es da Leckeres gibt, denn hier ist allerhand und vorbereitet. Hier also kann man erstmal schöne Produkte aus der Region bekommen, leckere Weine. Es gibt natürlich auch Kochzutaten, Essig oder für den einen oder anderen auch noch ein kleines Schnäpschen von Williams, Aprikosen, Himbeeren. Alles da, Kaffee besonderer Art und natürlich auch hier drüben noch als Geschenk schon verpackt. Also wer noch auf den letzten Moment was sucht, weil ab morgen kann man ja auch nichts mehr kaufen. Hier kann man auf jeden Fall noch was mitnehmen und seinen Liebsten was Leckeres mitbringen. So, jetzt gehen wir mal zurück und schauen, was unser Nachtisch macht. Und da komme ich gerade recht bei der Fummelarbeit.
So, haben alle die Suppe schon genossen? Seid ihr, sind sie durch mit der Suppe? Und das Gänschen ist schon im Ofen. Ja. Die Suppe war einfach der Wahnsinn. Super, ne? Das freut uns sehr. Und ich kann sagen, der Wahnsinn geht weiter. Warte, warte, warte. Ich darf ja auch nicht die ganze Zeit hier nur essen, aber ich kann gar nicht stehen lassen. Wieso eigentlich nicht? Ja, das Problem an Ihrem Job ist, mit vollem Mund kann man nicht reden, ne? So ist es. Hast du es gestürzt? Mhm. Super. So. Ich will auch noch einen Teller. Oh, da wird sehr schön angerichtet bei der Familie Bierrat. Biernat, Verzeihung. Na, das kann sich aber sehen lassen. Schön, dass Sie uns das zeigen. Ich sehe auch, Sie haben sich richtig nett gemacht mit Kerzen und Blumen, wie sich das gehört zu einem Festtagsmenü. Kurz noch mal eine Frage, wie lang war das Dessert im Ofen? 15 Minuten. 15, danke. Ja. Super. Und dann haben wir auf dem Dessert, also wir haben es ein bisschen vom Rand gelöst. Wenn man es ein ganz klein wenig stehen lässt an der Seite, löst sich es auch von alleine. Wenn man aber ungeduldig ist, ist eine meiner Eigenschaften. Deswegen bin ich auch mit Süßspeisen nicht so geeignet, weil da braucht man immer viel Geduld. Ja, aber ja, ich bin manchmal nicht ganz so der geduldigste Mensch, ist auch nicht schlimm, aber ich kann mit meinen Schwächen außerordentlich gut leben. Das ist die Hauptsache. Und ich kann das vor allen Dingen auch mit Humor nehmen. Geht auch gut. Also, wenn man ein bisschen außen stehen lässt, löst es von ganz alleine. Und dann haben wir hier ein bisschen Puderzucker, was wir draufgeben. Ein ganz klein wenig Zimt. Zimt ist für mich ein ganz Jahresgewürz. Und dann geben wir eine Nocke von unserem, die Marie macht heißes Wasser. Ist das richtig? Super. Weil ohne heißes Wasser können wir keine ordentliche Nocke machen. Du nimmst Zimt auch im Sommer? Du hast gesagt, es ist ein ganzjährig. Also ich habe ganzjährig mal arbeite dann? Ich mit Zimt. Ich finde es im Dessert, also Zimt darf überall dran sein und vor allen Dingen so, dass man es nicht schmeckt und dann ist es wirklich super. Also verarbeiten das in Vorspeisen, wir verarbeiten das in Mousse au Chocolat, wir verarbeiten das in unserem Rotkohl natürlich, ganz klar. Da darf Zimt auf gar keinen Fall fehlen. Chuck. Welche Eissorte haben Sie für zu Hause gewählt? Auch Walnusseis oder klassisch Vanilleeis? Frage. Chuck. Die sind gerade alle am Essen, aber ja. Was haben Sie? Walnuss haben wir auch. Sehr gut. Schöne Nocke machen und dann genießen. So, in normalen Zeiten würden wir hier noch ein bisschen Zuckerdeko, Spielerei und so weiter, Schokoladendeko. In normalen Zeiten wäre es einfach ein bisschen anders, aber wir haben jetzt keine Zuckerdeko mehr gemacht, weil das ein Riesenaufwand wäre. Aber es ist dennoch lecker, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, bei Ihnen daheim schmeckt's. Sind Sie schon bei der Gans? Ja, die Gans ist sehr lecker. Jawoll! Super. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Jawoll! Und Maronenstückchen war sehr lecker. Mensch, ganz toll. Ein leerer Teller. Wir sind erst bei der Suppe, aber bis jetzt schmeckt es auch sehr gut. Sehr gut.
Für was brauchst du nun leere Teller? Ich muss auch ein bisschen schneller, weil wir sind ja vorne dran. Aber ich kann dir sagen, auch ist sehr sowas ist von fluffig. Bitte schön zwei Löffel. Also die ganze ist perfekt. Ja. Ich hole mir auch einen Löffel. Und das Jus, wie schmeckt Ihnen das mit den Quitten? Ja. So kann doch an einem Montagabend die Woche langsam zu Ende gehen. An eurem eigentlich freien Tag, ja? Ja. Also ich bin schon beim Dessert. Mal gucken, ob es schmeckt. Marie mit Maronensüppchen zufrieden? Ja, sehr. Kann man das denn eigentlich noch sehen, wenn man das schon so oft gemacht hat? Schmeckt ja. Das noch? Dieses Jahr ja sowieso, weil wir dieses Jahr weniger Maronensuppe gekocht haben, als das normal der Fall wäre. Aber ja, wenn Weihnachten rum ist, werde ich kein Rotkohl mehr sehen können. Weil wir durften, toi, die letzten 4 Wochen sehr viele Essen servieren. Wir dürfen diesen Monat noch sehr viele Essen servieren, weil wir einfach tolle Gäste haben, die uns unterstützen, da sind wir sehr dankbar für. Morgen koche ich 100 Kilo Rotkohl. Wie viele Köpfe sind das? Das haben wir heute mariniert. Das sind, keine Ahnung, 50 Köpfe. Sehr gerne. Ja, wir wollen uns mal ganz rechtlich und herzlich bedanken für den tollen Abend, für das tolle Essen. Ja, einmal bei den Köchinnen, bei den beiden und natürlich bei der Sparkasse. Vielen Dank. Wir sagen auch Danke. Prost. Zum Wohl. Ja, vielen Dank. Und jetzt Glückwunsch an. Schön, dass Sie dabei waren. Danke. Und tschüss. Guten Abend. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bei Bleib nah, der Kochabend und mit. Natürlich schöne Feiertage. Danke gleichfalls. Mit Eva Eppert und wir sagen Dankeschön, wie gesagt, an die Sparkasse Rhein-Nahe. Wünschen jetzt einen ganz guten Appetit zur Gans und zum Dessert. Lassen Sie es gut schmecken. Dankeschön, dass Sie dabei waren und dass wir in Ihrer Küche zu Gast sein durften. Einen ganz schönen Abend noch. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.